Meine Herren, bevor wir jedoch zum Äußersten greifen und die Füße kürzen, wollen wir es erst einmal mit Augentropfen probieren. Sie können sich wieder anziehen. Lebewohl, auf Wiedersehen. Der Nächste bitte. Der Nächste bitte. Bei uns. Der hat Maul und Klau und solche. Mimi, klappern so die Zähne. Oh, typisch Getriebeschaden. Zange? Faul. Unteroffizier Kraus, schicken Sie den Mann zum Pionieren. Abteilung Brückenbau. Der Nächste, bitte. Sei der Wille, Mensch. Na, was fehlt dir denn, mein Junge? Ach, Herr Doktor, ich bin immer so außer Atem. Der kleinste Seitensprung fällt mir schwer. Ach, der Ärmste, da habe ich keine Last mit. Und wie erklärst du dir das, mein Bester? Ich verstehe es nicht, Herr Doktor. Ich führe ein ganz regelmäßiges Leben. Ich rauche regelmäßig, ich trinke regelmäßig. Schlimm, sehr schlimm. Mit dem Puls scheint es schlecht zu stehen. Der ist nicht regelmäßig. Stimmt. Wenn ich vorm Chef stehe, da bubbert's. Da höre ich das Herz bis zum Hals. Oh, Mensch. Was ist denn das? Typischer Klappenfehler. Der Nächste, bitte. Mann, Sie können doch im Dienst nicht schlafen. Doch, das kann ich schon. Eigentlich schlafe ich nur im Dienst. Wie kommt denn das? Ich kann die ganze Nacht bummeln, ohne müde zu werden. Aber am Tag beim Dienst, da fallen mir immer die Augen zu. Ja, aber im Sitzen schlafen ist doch unbequem. Und gesund ist es auch nicht. Ja, ich möchte Ihnen gerne helfen. Ja. Ich werde Ihnen ein Sofa verschreiben. Ich handle nur nach dem Gesetz. Wie heißt es doch in § 17 Absatz 4? Der Soldat hat alles in seinen Kräften stehende zu tun, um seine Gesundheit zu erhalten. Na also, doch jetzt Spaß beiseite und mein Rezept. Musik. Dusche täglich, putz die Zähne,
pflegt die Füße, stutzt die Mähne, das Rasieren nicht vergessen, wascht die Hände doch stets vorm Essen, schneid die Nägel, trink nur mäßig, treibe Sport, sei nicht gefräßig, frische Wäsche sollst du brauchen, aber niemals Ketten rauchen. Drum glaub's, mein lieber Freund, es ist wirklich gut gemeint. Nur wer sich so gesund erhält, den Blonden, den Braunen, allen Mädchen gefällt. Alle! Schneidet die Nägel, trinket nur wenig, treibet es voll, sei nicht gefräßig, frische Wäsche sollst du brauchen, aber niemals die Wette laufen. Drum glaubst, mein lieber Freund, es ist wirklich gut gemeint, nur wer sich so gesund erhält, den Blonden, den Blonden, den Braunen, alle Mädchen gefällt. Mir scheint, der Franz hat heute wenig Chancen. Er hat's mit den Füßen. Den flotten Willi hat's aber auch erwischt. Tja, der Willi hat so seinen eigenen Kopf. Sport, nicht die Spur. Ein bisschen Körpertraining könnte ihm eigentlich nichts schaden. Aber mach einer was, wenn er nun mal nicht will, der Willi. Hans und Erwin dagegen sind frisch wie Fisch. Ihr Freund Peter sonst ja auch. Aber heute... Gesundheit! Bist du schon wieder erkältet? Empfindlich wie so ein kleines Mädchen. Na denn, Prost! Kompanie! Stillstand! In die Unterkunft weggetreten! Na, wie steht's mit den Männern? Sie haben die Übung gut überstanden. Bis auf die Grenadiere Schneider und Müller, die beiden sind fußkrank. Ist das schlimm? Das glaube ich nicht. Habe aber veranlasst, dass Sie den Truppenarzt aufsuchen. Gut, berichten Sie mir noch darüber. Jawohl, Herr Hartmann. Ich bin bedient für heute. Ich bin nicht zum Aushalten mit den Kennen. Das letzte Mal die Tür zu. Ja, Franz. Jetzt reißt du das Maul auf. Aber dir die richtige Verpackung für deine Quadratlatschen zu besorgen. Dazu bist du zu faul. Ja, der Franz. Und der Willi. Ich denke, jetzt die Puste aus hier. Du weinst ja schon wieder. Der Franz weint auch. Aber nur die Socken. Wie gut, dass ich einen Schnupfen habe. Das muss man gesehen haben. Mensch, mit sowas quälst du dich rum. Mensch, da würde ich ja lieber auf dem Zahnfleisch laufen. Vom Bähnewaschen und so hast du aber auch noch nie was gehört, was? Mensch, halt die Klappe. Wisse das, sorgfältige Fußpflege ist für den Soldaten besonders wichtig. Schneid die Fußnägel kurz und gerade, nicht rund, damit sie nicht einwachsen können. Reinige und massiere deine Füße täglich, damit du marschfähig bleibst und schmerzhafte Fußbeschwerden verhütest. Die Fußsohlen sollen fest, aber ohne Schwielen sein. Fest! Was hat Fritzchen, wie Sie das gesagt? Pilz, das zu nehmen, hat er gesagt. Für was denn Pilz? Für Schweißfüße. Schweißfüße? So ein Quatsch. Wisst ihr das? Nimm zu den täglichen Waschungen nur kaltes Wasser und achte besonders auf Reinlichkeit zwischen den Zähnen. Und nicht vergessen, Füße und Socken täglich waschen? Wisst ihr das? Natürlich die Socken dabei ausziehen. Immer schön eins nach dem anderen. Deine Kameraden werden dir dankbar sein. Wegen der guten Luft in der Stube. Gesundheit, die wünscht sich jeder. Sauberkeit ist jedoch Voraussetzung. Damit fängt es an und hört es auf. Abends den ganzen Körper schön warm duschen, damit sich Schweiß und Schmutz lösen. Dann kalt zur Abhärtung.
Anschließend den Körper warm frottieren und pudern. Auf jeden Fall aber mindestens einmal in der Woche baden, duschen oder den ganzen Körper waschen. Das ist doch nicht immer möglich, wird mancher sagen. Und ob das möglich ist. Nicht so eilig. Du hattest doch noch was vor, so ein bisschen Hände waschen und so. Viele Menschen werden täglich krank, weil sie das für unwichtig halten. Bekommen Durchfall oder haben plötzlich Würmer. Denn... Wisse das! Säubere deine Hände und Fingernägel, so oft sich dazu Gelegenheit wird. Stets aber vor allen Mahlzeiten, nach jeder Wortbenutzung und nach Beendigung einer schmutzigen Arbeit. Bei Verletzungen gehe sofort zum Arzt. Die Fingernägel sind kurz und sauber zu halten. Auch das Nagelbett darf nicht vernachlässigt werden. Die Nagelsäume regelmäßig zurückschieben, damit sie nicht rissig werden. Ich wollte mich eigentlich auch noch ein bisschen waschen. Mensch, Peter, du machst dich ja langsam. Aber ich habe ja gar nichts dabei. Oh, du kannst ja meine Sachen haben. Danke. Hast du nicht auch noch einen Kamm für mich? Was willst du denn noch alles haben? Ein Taschentuch habe ich selber. Danke. Mensch, wie kannst du sowas tun, Hans? Also ich hätte mein Zeug nicht hergegeben. Da hört bei mir die Freundschaft auf. Will mir erschießen nicht holen. Na komm. Da fliegen sie ja schon rum, die Bazillen. Und die ganze Ladung ins Handtuch vom Hans. Den Schnupfen hat er weg. Mensch, die Hausgemachte, das ist eine Wucht. Ja, wer schmatzt denn hier so? Ich nicht. Mr. Franz! Kennst du? Ich bleib schon nur ein bisschen. Mensch, du kriegst die Tür nicht zu. Sie haben schon mal deine Quanten mal gewischt, aber doch nicht hier auf der Stube, Mensch. Und wo wir gerade so ein fürstliches Mal einnehmen. Ist ja nur ausnahmsweise. Kommt ihr mit in die Stadt? Ja, gerne, wenn du mich hinträgst. Hier. Ich ruhe mich heute lieber mal aus. Wer wird dich auch besser weh, nach dem anstrengenden Tag? Weil ich jetzt mal müde, ich nicht die Bohne. Hab mir gestern ein tolles Lokal aufgetan. Nee, nee, andermal. Ja. Hallo. Mensch, das Fenster ist ja wieder auf. Ich mache hier immer wieder das Fenster so weit auf. Du mit deinem Fenster. Kein Wunder, dass man da krank wird. Hört doch, lieber Peter, frische Luft ist gesund, wenn du nicht gerade durchzugehst. Du kannst dich öfter ein bisschen lüften. Na, lieber erstickt wieder vor. Gehst du weg, Willi? Ja, ich gehe in die Stadt. Warte, ich komme mit dir. Ja. Und wir machen uns einen gemütlichen Abend. Erholung und Entspannung. Eine Gebrauchsanweisung gibt's dafür natürlich nicht. Es bleibt jedem Einzelnen überlassen, was er mit seiner Freizeit macht. Und wie er seinem Körper genügend Ruhe zur Erholung verschafft. Ist ja eine Masse. Komm, bring mal hin, komm. Hey, Franz! Franz! Ja. Was willst du denn? Kommst du mit zum Fernsehen? Nee. Ich schlaf noch ein bisschen. Dann geh ich ins Bett.
trübe Tasse. Schlaf ist die natürliche Erholung und ausgiebiger Schlaf eine sehr gute Körperpflege. Aber alles verschlafen macht auch nicht glücklich. Wann fahrst du denn nicht weiter? Psst, nicht stören. Aber sonst bist du noch gesund. Na, Herrin, wie war's beim Fernsehen? Eine tolle Kiste. Weißt du, das ist ein Lustspiel. Wir haben uns hier Kriege verladen. Sag mal, warum rasierst du dich eigentlich schon am Abend? Na, bei meinem Bart geht das. Der wächst nicht so schnell. Weißt du, da habe ich morgens mehr Zeit zum Frühstück. Mensch, das stimmt. Du bist gar nicht so dumm, wie du aussiehst. Wisst ihr das? Es ist aber gar nicht gut, sich unmittelbar vor längerem Aufenthalt in großer Kälte, zum Beispiel im Hochgebirge oder auch bei großer Hitze zu rasieren. Das verträgt fast keine Haut. Wenn wir unser Fritze nicht hätten. Ja, was hat dich denn aus dem Keller getrieben? Man weiß ja schließlich, was ich gehört. Da hat denn der Franz seine Brille gehabt. Da schluckt er sich dauernd zu Zähne. Wisst ihr das? Reinige regelmäßig morgens und abends deine Zähne. Speisereste zwischen den Zähnen können Ursache schmerzhafter Zahnerkrankungen werden. Übler Mundgeruch ist ein Zeichen mangelnder Reinlichkeit. Wisst ihr das? Haha! Wisst ihr das? Ich gehe jetzt in die Falle. Machen Sie sich in Ordnung. Ja, Franz, du hast ja doch eben erst die Zähne geputzt. Lass ihn doch, er stand halt für was Süßes. Na Willi, wie warst du denn in deinem tollen Lokal? Bega war's! Ach Quatsch, Pleite war's! Ich bin hundemüde. Mir hat's jedenfalls gefallen. Wir haben doch einen ganz schön gehoben. Und morgen hast du wieder einen Brummkorb, wa? Na dann, gute Nacht, Jungs. Schlaft schön. Gute Nacht, Vater. Gute Nacht. Aufstehen. Ja, nur noch eine Minute. Aufstehen! Kann ich doch jeden Morgen das rein, ich Idiot. Mensch, auf nüchtern Morgen rauchen. Dir ist auch nicht zu helfen. Eine Macke, wa? Na, hör mal, wisse das, nicht das verschwitzte Zeug. Zieh saubere Wäsche an, deine Haut wird dir dankbar sein. Komm, gib her, ich mache ja schon. Vielen Dank, Fritzi. Den Tag gut begonnen, ist halb gewonnen. Zum Frühstück muss man sich Zeit lassen. Denn schließlich ist es die Grundlage für den ganzen Tag. Ohne Hast und ausgiebig essen. Wer sein Brot so runterschlingt wie der Franz, tja, das hält auf die Dauer der beste Magen nicht aus. Na Peter, kein Hunger? Nee, nur Durst.
Wohl Nachdurst, wa? Wie magst du erst den Willi gehen? Schaut mal, wie angesetzt kommt. So, Mist, machen wir alter Trödelputze. Mit Frühstück wird noch nichts mehr. Na Jungs, da wollen wir mal. Und damit beginnt ein neuer Tag mit vielseitigem, anstrengendem Dienst. Doch nur ein gesunder Körper ist diesen Anforderungen gewachsen. Sinnvoll gesteigertes Körpertraining durch Sport und Spiel erhöht die Leistungsfähigkeit und Gewandtheit der Soldaten. Fertig! Abrutsch! Wisst ihr das? Mein Rezept zum Sieg ist ganz einfach. Dusche täglich, putz die Zähne, pfleg die Füße, stutz die Mähne, das Rasieren nicht vergessen, wasch die Hände doch stets vorm Essen, schneid die Nägel, trink nur mäßig, treibe Sport, sei nicht gefräßig, frische Wäsche sollst du brauchen, aber niemals Ketten rauchen. Drum glaub's, mein lieber Freund, es ist wirklich gut gemeint. Nur wer sich so gesund erhält, den Blonden, den Braunen, allen Mädchen gefällt. Nur wer sich so gesund erhält, den Blonden, den Braunen, alle Mädchen gefällt. Eine Kompanie auf dem Marsch. Ein heißer, anstrengender Tag liegt hinter ihr. Nun will sie ein Biwak beziehen. Hier gibt es keine festen Bauten und keine sanitären Einrichtungen. Es gilt, sich so schnell und so gut wie möglich einzurichten. Zuerst Zelt aufbauen, dann Platzierung empfangen. Der erste Zug in 5 Minuten, der zweite Zug in 10 Minuten, der dritte Zug empfängt in 15 Minuten.
Zugführer, Züge übernehmen, in die befohlenen Biwakräume abrücken. Auch wenn das Biwak nur kurze Zeit dauert, muss es gegen schlechtes Wetter Schutz bieten. Denn der Soldat soll gut schlafen können und vor Gesundheitsschäden bewahrt werden. Zuerst ein Dach über den Kopf. Und wenn man noch so müde und hungrig ist. Aber fest und sicher muss es sein, denn plötzlicher Regen, Hagel und Sturm haben schon manches Zelt hinweggefegt. Ich mache jetzt meinen Rundgang durchs Biwak. Wenn irgendwelche Kranke sind, in einer Stunde bin ich wieder da. Jawohl, Herr Unteroffizier. Während der oft geübte Aufbau der einzelnen Zelte rasch weitergeht, bereitet das Küchenpersonal unter Aufsicht des Küchenunteroffiziers die Ausgabe der kalten Abendverpflegung vor. Jede Gruppe stellt zwei Essenholer. Diese fassen für ihre ganze Gruppe die Verpflegung an der Küche. Alle Fahrzeuge der Kompanie werden genauso vorschriftsmäßig getarnt wie die einzelnen Zelte. Die Tarnung soll nach Möglichkeit nicht fest auf der Zeltbahn liegen, da sonst die Zeltbahn undicht wird. Im Laubwald darf natürlich nicht mit Tanne getarnt werden. Wenn nichts anderes vorhanden ist, richten sich die Soldaten ihre Schlafunterlage aus Tannenzweigen oder Laub. Siebte Gruppe, 1-7. Nehmen Sie für Ihre Gruppe noch eine Klorolle mit. Jawohl. Achte Gruppe, ein Team. Vergessen Sie die Klorolle nicht. Jawohl. Erst wenn jedes Zelt fertig aufgebaut, getarnt und eingerichtet ist, kann die inzwischen vorbereitete Verpflegungsportion empfangen und verzehrt werden. Aber das darf doch im Sommer nicht frei herumliegen. Lockt doch nur das Ungeziefer an. Da haben wir es. All diese lieben Tierchen sind dort anzutreffen, wo sie gefüttert werden. Zudem wird oft vergessen, dass dieses Getier ansteckende Krankheiten übertragen kann. Da kann ich nur sagen... Guten Appetit! Richtig ist es, wenn sich der Soldat im Feld eine kleine Vorratsgrube anlegt, seine Portion im Essgeschirr einschließt und dieses dann, sicher vor Ungeziefer, in der kühlen Grube aufbewahrt. Der Zugführer prüft, ob die Zelte richtig aufgebaut sind. Nehmen Sie das Handtuch und den Spiegel dann noch weg. Jawohl, Herr Leutnant. Die natürliche Tarnung wird aufgehoben, wenn weiße Handtücher, Wäsche und Spiegel frei herumliegen. Ganz schön das Ende, was die uns da latschen lassen. Die hätten die Küche auch gleich am Mottbild aufbauen können. Ah! Den Herren ist wohl der Weg zu weit, was? Wir haben im Unterricht gelernt, dass die Küche weit genug vom Wohnplatz entfernt sein soll. Warum wohl? Damit nicht der ganze Küchenduft über das Biwak kommt. Na also. Deshalb muss man auch an die Windrichtung denken. Schließlich interessieren sich auch Fliegen für die Soldatenküche. Und Fliegen gehören nicht unbedingt zum guten Essen. Fliegenbelag schmecken. Nein, Herr Feldwebel. Na also, ab dafür. Ein Sanitätsunteroffizier überwacht die sanitären und hygienischen Maßnahmen. Hier weist er zum Beispiel darauf hin, dass Lebensmittel, die nicht sofort verbraucht werden, in Vorratsgruben kühl und ungeziefersicher gelagert werden müssen. Komm mit.
Aber ein guter Küchenunteroffizier weiß das natürlich. Er baut nach Skizze, mit genauen Maßen, die sich nach der Stärke der Einheit richten. Richard, was meinst du dazu? Unsere neueste Errungenschaft. Ach, die Vorratsgrube. Ja. Ja, ist gut. Das gefällt mir. Und was mit der Abfallgrube? Schon längst fertig. Komm mal mit. Gut, eins rauf mit Mappe. Aber vergiss nicht, dass die Abfälle und leeren Konservendosen sofort mit Erde bedeckt werden müssen. Na, wie du siehst, alles schon vorbereitet. Na, prima. Was ich noch sagen wollte, denk auch an das Reinigungswasser für die Essbestecke. Ja, natürlich. Wo gibt's denn Wasser? Aus dem Bach da drüben. Komm mit, ich zeig dir's. Nehmen Sie zu Eimern, kommen Sie mit. Der Sanitätsunteroffizier hat sich davon überzeugt, dass das Wasser stromaufwärts nicht verunreinigt wird. Du, Richard. Ja? Ist das Wasser denn sauber? Natürlich, aber es muss abgekocht werden. Hey, Sie, einen Moment mal! Wissen Sie denn nicht, dass der Genuss... Der Genuss von unabgekochtem oder nicht filtriertem Wasser ist verboten. Man kann auch Chlortabletten zum Entkeimen des Wassers nehmen. Eine Tablette kommt auf einen halben Liter Wasser. Nach 30 Minuten ist das Wasser trinkbar geworden. Ein Sanitätsunteroffizier muss seine Augen überall haben. Diese Männer wollen sich im Bach waschen. Ihnen muss klargemacht werden, dass die Wasserentnahmestelle nicht verunreinigt werden darf. Dafür gibt es einen Waschplatz, bachabwärts. Die Einrichtung eines besonderen Waschplatzes verhindert auch, dass der Wohnplatz mit verschüttetem Seifenwasser verunreinigt wird. Bei längerem Aufenthalt sollte der Waschplatz mit Matten, Zeltplanen oder Strauchwerk verkleidet werden. So, als Hirus wegen ein bisschen waschen da. Zähne putzen, nur mit abgekochtem Wasser. Das gebrauchte Waschwasser wird in eine vorbereitete Sickergrube geschüttet. Ach, bei mir ist alles klar. Du weißt ja, wenn wir abrücken, muss die Abfallgrube wieder mit Erde zugeschüttet werden. Sonst, wegen der Tiere und des Regens. Übrigens, die Latrinen müssen genauso wieder zugeschüttet werden, 45 cm hoch. Ja, Unteroffizier, wo sollen wir die eigentlich hinbauen? Kommen Sie mit, ich zeig's Ihnen. Da haben wir sie ja, deine Latrinen. Geben Sie her. Also, hier ist der Wohnplatz, hier ist die Küche und hier die Wasserentnahmestelle. Die Latrine muss mindestens 50 Meter von den Unterkünften und 50 Meter von der Wasserentnahmestelle entfernt angelegt werden. Die Entfernung von der Latrine zur Küche soll aber mindestens 90 Meter betragen. Die Latrine muss weit genug vom Wasser und Strom abwärts liegen, dabei auch auf die Hauptwindrichtung achten, damit die Gerüche nicht zum Lagerplatz hinüberwehen. Für eine Hocklatrine für je 20 Mann wird ein 30 cm breiter, 75 cm tiefer und 1,20 Meter langer Graben ausgehoben. Am Grabenrand legt man Bretter oder Rundhölzer aus, damit der Rand nicht so leicht einbricht. Ja, richtig so. Die ausgehobene Erde immer dicht hinter den Gräben aufschütten. Und was ist mit der Wasserspülung, Herr Unteroffizier? Ich hätte ganz gerne ein bisschen gepolstert. Ja, natürlich. Elektrische Latrine mit Warmwasserbeleuchtung. Das können wir so passen, werde ich heute noch bestellen. Los, weitermachen. Übrigens, ist die Latrine bis auf 30 cm gefüllt, so ist sie zu schließen und mit der Merktafel geschlossene Latrine zu versehen. Bis diese fertig gebaut ist, unternimmt der Soldat den sogenannten Spatengang. Das heißt, dass er sich mit einem Spaten ausgerüstet, in den Wald begibt und dort ein Loch gräbt. Seine Ausscheidungen überschüttet er dann sorgfältig mit Erde, um keine Brutstätte für Fliegen zu schaffen. Jeder sollte sich darüber klar sein, dass einwandfreie Latrinen- und Abfallhygiene der wichtigste Schutz gegen Darmkrankheiten ist. Und selbstverständlich nach jeder Abortbenutzung Händewaschen nicht vergessen. Nun ist alles in Ordnung. Die Zelte stehen und die Männer können sich von den Anstrengungen des Tages erholen. Die Nacht ist vorbei. Der Tag des Abrückens ist angebrochen. Oh, meine Herren! So, meine Herren, mal schneller hier. Aus, der Kopf an die Decken.
Der Biwakplatz sieht aus, als sei er nie benutzt worden. Sauber und ordentlich haben die Soldaten ihn verlassen. Die Latrinengruben haben sie zugeschüttet und gekennzeichnet. Die Abfallgrube auch. Und munter plätschert der Bach in einer scheinbar unberührten Natur. Naja, das wär's für heute.